Hallo und herzlich willkommen in der Lockdown-Serie Posten und Schreiben. In dieser Reihe hat das Literaturforum im Brechthaus SchriftstellerInnen eingeladen, mal nicht über ihre Bücher zu sprechen, sondern über ihr Treiben in den sozialen Medien. SchriftstellerInnen gelten ja gemeinhin eher als lichtscheue Wesen und wollen immer nie, dass man sie danach fragt, wie viel ich in ihren Romanen steckt. Deswegen wollen wir mit dieser Reihe den SchriftstellerInnen die Gelegenheit geben, darüber zu sprechen, wie viel ich, welche Erzählungen sich so auf den digitalen Kanälen, auf ihren eigenen Kanälen dort tummeln, wie viel sie davon sich preisgeben und wie und ob diese sozialen Medien auch ihr Schreiben beeinflussen oder auch ihre Sprache ganz einfach. Wir machen hier also sowas wie eine, ja, eine Art durchkommentiertes, eine Art kommentiertes Durchscrollen. Ein kleiner Hinweis sei noch erlaubt, wir haben im Sinne des solidarischen Lockdowns darauf verzichtet, diese Reihe im Literaturforum in der Chausseestraße in Berlin vor Ort aufzuzeichnen, ganz einfach, um möglichst wenig Bewegung außerhalb der eigenen vier Wände zu produzieren und damit diesem bekloppten Coronavirus etwas den Weg abzuschneiden oder zu erschweren. Mein Name ist Doris Akrab, ich bin Redakteurin der taz. Ich habe einen Twitter, einen Facebook und einen Instagram-Account. Immer noch. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Jana Selig. Hallo Jana. Hallo. Schön, dass du da bist. Wo begrüße ich dich denn? Wo sehen wir dich denn gerade? Wir sitzen gerade in meinem Wohnzimmer und bei mir ist meine Katze Roo, die da schläft. Und wie das mit Katzen so ist, die darf man natürlich nicht wecken. Deshalb wird sie uns jetzt hier Gesellschaft leisten. Sehr schön. Wie heißt du und deine Katze sitzen in dem Wohnzimmer? Genau. Okay. Du bist ein bisschen eine Ausnahme in dieser Reihe. Und zwar zum einen, weil du, zumindest soweit ich weiß, noch keine oder keine Prosa schreibst, zumindest nicht veröffentlicht hast bisher. Du hast aber durchaus ein Buch veröffentlicht. Darüber kommen wir sicher gleich zu sprechen. Aber vorher noch, eigentlich ist ein bisschen ein anderer Grund der, warum wir dich hier auch mit eingeladen haben, nämlich dem, dass du über Twitter, kann man so sagen, ja bekannt geworden bist. Erst in Twitter, dann außerhalb von Twitter. Und es aber eine Sache gibt, die es nicht mehr gibt, nämlich dich auf Twitter. Und deswegen will ich mal gleich am lebenden Beispiel das zeigen, warum und was ist da los. Bildschirm freigeben, mache ich jetzt mal. Wenn man deinen Namen bei Google eingibt, großes soziales Medium Google, kommt tatsächlich als erster Eintrag ein Twitter-Account von dir. Da steht jetzt Isai Shotgun. Isai. Ice Shotgun, ja. Oh. Guck mal, das ist schon das erste große Problem. Was ist das für ein Name? Der kommt aus einem Song von Panic at the Disco und ich habe den erstmalig benutzt, glaube ich, 2006. Und er ist mir einfach geblieben. Ich habe mir da nichts groß bei gedacht. Es war einfach ein Song, den ich gut fand und ja. Habe ihn dann übernommen und heiße weiterhin so und werde auch weiterhin so heißen. Okay. Die Frage ist natürlich, wo du weiterhin so heißt, weil wenn man ein bisschen runtergeht, also wir haben schon in der Bio hier, in der sogenannten Twitter-Bio, steht einmal Minusgefühle, Rack and White Charity Club. Minusgefühle ist der Titel deines Buches. So viel sei schon mal verraten. Was ist der Rack and White Charity Club? Das ist mein Geschäft. Ich habe 2020 mitten in der Corona-Krise zusammen mit einem Kollegen zwei Secondhand-Läden eröffnet. Also den ersten habe ich aufgemacht im Mai und im September bin ich nachgezogen mit der zweiten kleinen Filiale. Also eine Äh, richtige. das, ja, das sind quasi meine Secondhand-Läden, meine Haupteinnahmequelle neben dem Schreiben. Also wie man so schön heute sagt, stationärer Handel. Ganz genau. Wow. Jetzt aber zu, nehme ich an. Leider wieder geschlossen. Jetzt ja, leider geschlossen und wir rechnen auch nicht damit, dass wir bald aufmachen dürfen. Also wir gehen aktuell so von April aus, dass wir, ja doch, April, dass wir vielleicht im April dann wieder öffnen dürfen. Und gab es keine Überlegung, das irgendwie zu digitalisieren, also online das zu ermöglichen, diesen Laden?
Gibt es und wir sind in der Mache, aber es ist ein Prozess, der sich leider doch etwas hinzieht. Okay. So, dann steht hier schon gleich sehr prominent. Presseanfragen nur bei Elisabeth Ruge Agentur oder Pieper Verlag. Im Pieper Verlag ist dein Buch erschienen, die Minusgefühle. Genau. Dann gibt es hier noch eine Angabe non-binary. Vielleicht erklärst du mal für die Zuschauer, was damit gemeint ist. Genau, also ich bewege mich, meine Gender Identity bewegt sich irgendwo zwischen den Geschlechtern. Ich bin nicht Mann, ich bin nicht Frau, irgendwas dazwischen. Es kann switchen, dass ich eines Morgens aufwache und mich wie ein Typ fühle. Genau, das meint non-binary. Heute fühle ich mich aber tatsächlich sehr weiblich und deshalb auch ein sehr weibliches Erscheinungsbild. Okay. Weiblich an dem Erscheinungsbild wären jetzt die langen Haare. Der Lippenstift für mich tatsächlich, den ich tatsächlich ein bisschen vermisst habe, weil durch das Maske tragen, wann soll ich Lippenstift tragen? Wobei natürlich Lippenstift ist nicht weiblich. Man kann auch als Mann Lippenstift tragen, aber für mich ich empfinde mein Erscheinungsbild heute als sehr, sehr weiblich und ich empfinde mich als sehr weiblich heute. Hätte man wahrscheinlich jetzt auch schon einigen Jahrzehnten nicht gedacht, dass ein Sakko ein weibliches Erscheinungsbild ist. Da fängt es ja vielleicht schon an. Lippenstift, aber ist tatsächlich, ich habe heute auch Lippenstift. Das ist so toll an dem Zoom, dass man zu Hause sitzt und sich die Lippen anmalen kann und selber sieht, wie toll das aussieht. Finde ich super. Das stimmt. Deiner ist sehr schön. So, und jetzt, ich habe hier schon leicht runtergescrollt, die Zuschauer können es schon sehen, es gibt hier einen sogenannten angehefteten Tweet, das ist sozusagen der immer ganz oben bleibt, weil so ein Twitter-Feed läuft ja immer durch, also immer die aktuellsten Posts, die aktuellsten Beiträge stehen oben, und hier oben steht einer, der fängt an mit, man kann es lesen, man kann mich allerdings weiterhin über meine Agentur erreichen, das ist also schon der erste Hinweis drauf. Jetzt machen wir das mal auf, diesen sogenannten Thread. Ich finde ja dieses Wort Thread gruselig, ich kann es nicht aussprechen. Ich kann das auch nicht aussprechen. Gibt es irgendjemanden, der das aussprechen kann? Ich glaube nicht. Ja, ich nehme an, in Großbritannien und in den USA hat man da so eine schöne Sprache, also ein Ausdrucksvermögen. Im Deutschen ist es wahnsinnig schwer und es ist auch schade, dass es dafür noch kein schönes Wort gibt. Na, man sagt ja im Deutschen oft Faden dann, aber ich finde Faden, das passt auch nicht so richtig. Nee. Genau, so jetzt habe ich das nämlich aufgemacht, dann muss man etwas nach oben gehen und dann beginnt dieser Eintrag eben mit folgenden Sätzen. Ich musste in den letzten Monaten einsehen, dass soziale Netzwerke mir nicht mehr gut tun. Deshalb verabschiede ich mich nun nach Facebook und Instagram und auch von Twitter. Und da drunten eben dann der Hinweis darauf, wo man dich noch erreichen kann, mit einem Herzchen macht's gut. Was ist denn passiert zwischen, jetzt müsste ich ewig lang durchscrollen, um zu deinem ersten Eintrag zu kommen, der ja ein paar Jahre zurückliegt. Du bist ja schon sehr, sehr lange auf diesem Medium gewesen. Wann hast du angefangen? Ich glaube, ich habe angefangen 2009. Da wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, dass es Twitter gibt. Ja, ich bin sehr, sehr früh. Da gab es in Deutschland auch noch nicht so viele Twitterer. Und man galt irgendwie mit 200 Followern, galt man schon als die absolute Elite. Ich erinnere mich tatsächlich, 2009 war das Jahr, ich wusste es schon, aber es war auch quasi nicht existent. Und zwar gab es ja da die sogenannte Grüne Revolution im Iran, also einen großen Aufstand gegen das Mullah-Regime. Und da die Leute haben sich vermehrt über Twitter koordiniert. Da ist mir der Begriff zumindest, tauchte dann mal auch auf in den Debatten hier. Wie bist du da hingekommen? Also wie bist du auf Twitter überhaupt gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, ich habe ja so 2006 angefangen zu bloggen. Da bin dann auch in Richtung Fashion-Blogging gekommen und so. Und ich glaube, dass ich damals in einem Forum dann auf Twitter aufmerksam geworden bin, weil einige Bloggerinnen, mit denen ich zeitgleich quasi angefangen habe, das so als Medium genannt haben, auf dem sie sind, aber ganz sicher kann ich das tatsächlich nicht mehr sagen.
Und dann hast du ja etwas gemacht, was damals eben auch quasi wie eine kleine Sensation war oder sehr neu war auf Twitter. Du hast tja, von dir erzählt auf Twitter. Was genau hast du da erzählt? Also grundsätzlich, als ich angefangen habe zu twittern, war es erstmal ja einfach Gedanken hinausschreiben. Ob das wirklich von mir erzählen war, ist immer, das ist immer so ein Thema, ne? Man überspitzt natürlich auf Twitter auch und nimmt zurück. Aber richtig bekannt geworden bin ich, nachdem ich angefangen habe, über meine Depression zu twittern. Das ging 2014 viral. 2014 war aber nicht, also da habe ich nicht angefangen. Ich habe auf alle Fälle schon vorher über Depressionen getwittert. Wahrscheinlich glaube ich nicht so direkt, wie ich das dann da gemacht habe, sodass ich das Wort Depression genannt habe. Aber ich habe auf alle Fälle vorher schon über Therapie und Depression und so getwittert. Auch eher, ich sage mal, scherzhaft, ne? Wie so, wenn man so eine Art das selbst verarbeitet, dann gibt es ja auch die Methode des Humors, das zu machen. Und so habe ich das genutzt. Und dann bin ich 2014 sehr, sehr, sehr direkt geworden und ging dann auch damit viral. Ich habe jetzt mal einen Hashtag eingegeben, unter dem ja damals dann ja, Debatte oder dieses Thema behandelt worden ist. Ist der eigentlich, hast du den initialisiert? Not just said? Nee, ich habe einfach nur diese Tweets geschrieben über meine Depression. Ich habe, glaube ich, geschrieben, so, wenn ihr selbst nicht depressiv seid, dann dürft ihr auch nicht mitreden und so. Und der wurde sehr oft geteilt und da ist dann eine andere Userin auf mich zugekommen und meinte so, hey, hast du Lust, einen Hashtag zu machen? Und ich bin da auch gerade völlig meinen eigenen Film gefahren, hatte gar keine Zeit mehr oder auch gar keine Kapazität, mir Gedanken um einen Hashtag zu machen und so. Und sie hat sich dann eben Gedanken darüber gemacht und ist dann auf Not Just Sad gekommen und hat den dann quasi inspiriert von meinen Tweets in die Runde geworfen. Ja, und damit war es dann quasi, damit war dann die Bewegung geboren, unter der, glaube ich, immer noch sehr, sehr viel getwittert wird. Genau, deswegen habe ich das jetzt mal aufgerufen. Zum einen finde ich, also Twitter ist, du kannst ja jetzt gleich sozusagen auch darüber reden, warum dir das nicht mehr gut tut, aber es ist natürlich wirklich auch, muss ich schon wieder das Wort nutzen, sind sensationelle Seiten. Nämlich, wenn man den Hashtag eingibt, kam jetzt gleich sofort hier diese, tja, wie nennt man das? Also jedenfalls ein von Twitter automatisch eingestellte Benachrichtigung, du bist nicht allein, also sofort der Hinweis darauf, wenn dich das irgendwie berührt, ne? Wenn du glaubst, du hast ein Problem und hier gibt es eine Nummer, hier gibt es geschützte Chats, finde ich ehrlich gesagt ziemlich toll. Und dann ist es tatsächlich so, dass der letzte Eintrag jetzt zumindest in meiner Leinwand, ja, in meiner Sicht, Timeline, vor 23 Minuten unter dem Hashtag jemand was gepostet hat. Und das ist jetzt keine Ausnahme, kein Zufall, sondern man sieht hier wirklich, also eigentlich andauernd gibt es da immer noch Beiträge, das ist sehr interessant. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, vielleicht kommen wir erstmal, bleiben wir nochmal bei dem Produkt, was daraus ja auch entstanden ist, nämlich dieses Buch, Minusgefühle. Das ist dann ja sozusagen entstanden. Jetzt versuche ich mal hier irgendwie das aufzurufen. Naja, vielleicht einfach auch mal, ist ja ein sehr schöner Titel auch. Dankeschön. kann man das, ah ja, hier. Das ist aber ja schon vor einigen Jahren erschienen, oder? Das ist erschienen 2015. Ja, schau. Also Und wir haben kürzlich 5. Geburtstag gefeiert, das Buch und Wahnsinn. ich. Mit einem sehr schönen Cover auch, wie ich finde, Untertitel Mein Leben zwischen Hell und Dunkel. Und auch hier ist jetzt zumindest der neueste Eindruck hier immerhin vom 7. August 2020, und auch das ist kein Einzelfall. Also auch dein Buch spielt zumindest auch auf diesem Medium Twitter immer noch eine Rolle. Erzähl mal, wie es dazu kam. Also was genau hast du in diesem Buch dann, wie kamst du zu dem Buch, was genau hast du da drin beschrieben? Ich habe ja vorher schon gebloggt und eben auch Artikel veröffentlicht. Ja, ich nenne es so erzählerische
Artikel. Also es ist nicht wirklich Prosa, es ist aber auch nicht objektiver Journalismus gewesen, sondern einfach Kolumnen, also wo ich von meinen Gefühlen erzählt habe, wo ich Dinge geschrieben habe, die mich berührt haben. Und ja, als der Hashtag dann viral ging, war ich sowieso komplett überfordert davon, weil ich bin dann morgens irgendwie aufgewacht am nächsten Tag und so mein Gesicht war überall und mein Postfach war so voller Nachrichten, so du bist überall und ich so, okay, ich war vollkommen überfordert damit und dann waren in meinem Postfach eben nicht nur Interviewanfragen, sondern auch relativ viele Anfragen so, hey, hättest du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Wir haben dich da entdeckt und ich war vollkommen überfordert damit, aber andererseits war ein Buch zu schreiben tatsächlich so ein Traum, den ich schon sehr, sehr, sehr lange hatte. Und mein Deutschlehrer hat auch immer zu mir gesagt, so, ah Jana, du wirst auf jeden Fall mal ein Buch schreiben, du wirst auf jeden Fall mal ein Buch schreiben. Ich so, ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, dann war ich da erstmal und habe da durchsortiert, war überfordert irgendwie mit diesem Angebot an Dingen und habe dann aber, und das kam relativ spät, also wie gesagt, es war einen Tag später schon voll und erst anderthalb Wochen später habe ich eine sehr, sehr liebe E-Mail vom Piper Verlag bekommen von einer Lektorin, die mir sehr lieb geschrieben hat, dass sie sich eben auch mit meinen anderen Texten befasst hat und ja, dass sie das ganz toll findet und dass sie gerne einfach mal mit mir sprechen würde, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, da hat es dann Klick gemacht, weil ich aber selbst so überfordert war, bin ich damit zu meiner jetzigen Agentur, zu Elisabeth Ruge gegangen, habe mich beraten lassen und die hat mir dann eben dabei geholfen, das umzusetzen. Und ich bin dann letzten Endes auch eben bei Piper gelandet, bei der Lektorin mit dieser ganz tollen E-Mail, weil halt viele E-Mails dabei waren von wegen, ja, hey, lass doch mal reden, lass uns ein Buch machen. Und sie hat, da habe ich einfach gemerkt, so okay, sie hat sich tatsächlich schon mit meinen Texten beschäftigt und ist nicht nur einfach auf diesen Zug aufgesprungen, von wegen, ihr Name ist jetzt überall, schreiben wir ihr doch mal. Und inwiefern hat denn, jetzt muss ich leider niesen, Augenblick, jedenfalls hat es gerade so getan, als ob. Wenn man es sagt, dann ist es meistens, dann kommt es irgendwie nicht. Sehr gut. Guter Tipp. Hier jetzt live ausprobiert. Genau, also die Frage ist, inwiefern dich beim Schreiben, auch wenn es jetzt keine Prosa ist, die du da gemacht hast, aber inwiefern hat dir das Schreiben auf Twitter, das hast du ja schon angedeutet, schon dein Lehrer hat dir gesagt, noch vor Twitter, dass du mal ein Buch schreiben willst, aber inwiefern hat dieses Schreiben auf Twitter ja so einen Einfluss darauf gehabt, wie du dann auch das Buch geschrieben hast? War das sehr ähnlich oder schreibst du da sehr ähnlich oder ist es was ganz anderes gewesen, so einen großen Text zu schreiben? Ich glaube, ich schreibe sehr, sehr ähnlich, vor allen Dingen sehr, sehr umgangssprachlich. Das ist etwas, das mein Deutschlehrer hat mein Buch auch natürlich gelesen gehabt, nachdem es drauf war und meinte auch so, ja, er ist ganz stolz auf mich, aber es ist alles ein bisschen zu umgangssprachlich und das könnte ich noch eigentlich besser. Schließlich hat er mich unterrichtet, auch im kreativen Schreiben. Aber ja, das ist halt einfach meine Sprache und es ist sehr direkt und es ist genauso auch, wenn man jetzt auf WhatsApp geht, so schreibe ich auch. Und ich glaube, ich twittere nämlich auch so, wie ich rede, vielleicht mit ein bisschen weniger Füllwörtern dazwischen. Und am Ende ist es sehr, sehr ähnlich geblieben, außer mit dem Unterschied, als ich das Buch geschrieben habe, war Twitter, glaube ich, noch auf 140 Zeichen beschränkt. Mhm. Inzwischen kann man ja viel mehr schreiben. Und in meinem Buch sind die Sätze auf alle Fälle länger, weil ich so jemand bin, der nur einen Punkt macht, wenn er zum Punkt gezwungen wird und Twitter zwingt mich immer zu gehen. Kein Mensch redet mit abgeschlossenem Punkt, sondern Menschen reden in Schachtelsätzen und so habe ich dann am Ende auch geschrieben. Du warst zwischenzeitlich kurz eingefroren, aber ich glaube, also zumindest der Anschluss war dann wieder gut. Ich hoffe, man hört es dann am Ende. Ich hoffe auch, aber alles da. Genau, wir hören uns das nochmal an, wenn nicht, dann machen wir es nochmal, aber ich glaube, es ist alles okay.
Genau, was natürlich jetzt aber alle interessiert, vor allem natürlich unweigerlich so ist, weil ich habe deinen letzten Tweet ja vorgelesen, du bist nicht mehr auf Twitter. Meine Eingangsfrage jetzt tatsächlich ordentlich zu stellen, was hat dich bewogen, da jetzt aufzuhören? Ich bin nicht nur auf Twitter, ich bin auch auf Instagram nicht mehr wirklich. Also ich habe da ein Profil, ne? Aber ich verbringe da keine Zeit und mache da nichts. Und das hat einfach, das war ein Prozess. Das war jetzt nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mir so gedacht habe, ach ja, das ist alles blöd, ich will das nicht mehr, sondern das war ein schleichender Prozess, in dem ich einfach festgestellt habe, das Medium, auf dem ich mich viel ausgedrückt habe und das mir Spaß gemacht hat und Freude bereitet hat, das nimmt einen zu großen Teil ein und macht mich nicht mehr glücklich. Denn wo es am Anfang eben so war, dass ich getwittert habe für mich, ich habe ja gar nicht für Publikum getwittert. Ich habe ja, und das war mein letzter Friseurbesuch, also so ist es jetzt inzwischen, seit die Friseure zu haben. Wow. Wow. Ja. Das steht auch an, I'm back. I'm back. Steht da, obwohl du dann wieder aufgehört hast, vor 12 Wochen ungefähr. Yes, genau, weil ich irgendwie dachte so, zumindest auf, also Twitter habe ich ja wirklich ruhen lassen und dachte so, Instagram kann ich nochmal versuchen, habe aber so nach 3 Tagen war es schon wieder so, reicht mir dann auch. Also ich mache ab und zu mal Stories, aber keinen eigenen Content, sondern verlinke eben, also man sieht, ich habe da gerade so einen pinken Kreis, das heißt, ich habe eine Story gepostet, aber wirklich nur, dass ich andere Beiträge verlinke, was mir wichtig ist, wenn ich es durch Zufall entdecke. Und ich habe kürzlich nachgeguckt und ich verbringe irgendwie pro, mein Wochendurchschnitt, den ich auf Instagram verbringe, liegt irgendwie bei 8 Minuten. Also das ist für Instagram ja eigentlich nichts. Ja. Es tut mir jedenfalls nicht mehr so gut und das hat damit zu tun, dass es ein, wenn man auch so eine Base erreicht hat irgendwann, ne, und sehr viele Likes und Retweets und so geschafft hat, dann setzt das ein, oder mich, ich kann ja nur von mir reden, setzt es mich unter so einen gewissen Druck, an diesen Erfolg anknüpfen zu wollen. Und man checkt dann doch die Likes und fragt sich, okay, warum ging dieser Tweet nicht so gut? Und das empfinde ich als einen Druck, den ich eigentlich gar nicht spüren möchte. Und als ich angefangen habe zu twittern, war es so geil, weil ich einfach nur geschrieben habe, was mich beschäftigt und wusste ja auch gar nicht, dass es richtig jemand liest. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich ein Publikum und das liest das. Und jetzt ist es nicht mehr nur so für mich, jetzt ist es auch für Publikum. Mhm. Und das setzt mich schon unter Druck. Andererseits empfinde ich es auch so, Twitter zu lesen, das mache ich ja auch nicht mehr. Mhm. Einfach, weil ich mich auch zu einem gewissen Teil einfach schützen muss vor den Inhalten da. Mhm. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit Pandemie-News bekomme und vorher auch, bevor er gesperrt war, Trumps Tweets lesen musste und alles Mögliche. Man kommt ja nicht dran vorbei. Mhm. Es ist für mich einfach nicht so förderlich. Mhm. Zumindest aktuell. Ich sage auch gar nicht, dass ich für immer wegbleiben werde von da, aber aktuell nicht gut. Mhm. Ja, ich finde es sehr interessant. Ich habe jetzt mal so in der Zwischenzeit für die Zuschauer hier ein bisschen deine Seiten aufgemacht, weil man kommt nämlich von deinem Instagram-Account, wo ja jetzt nur noch 3 Beiträge zu sehen sind. Das heißt, die anderen hast du gelöscht oder hast du da sowieso immer, waren das die einzigen, die du da je hingehört? Ich habe alles archiviert. Gelöscht nicht, aber archiviert. Okay. Warum hast du das zumindest sozusagen unsichtbar gemacht für Zuschauer? Weil ich keine Lust darauf hatte, dass Leute sich durch irgendwelche alten Fotos scrollen, weil die zum Teil einfach, also erstens reden wir da von Fotos, als ich angefangen habe mit Instagram, da sah das alles noch ganz anders aus, da hatte man noch diese Filter mit zu einem Rand und so, das sind einfach keine ästhetischen Fotos gewesen, außerdem mit manchen Inhalten, man muss es einfach so sagen, identifiziere ich mich nicht mehr.
Das kann schon sein, dass ich mich ein Jahr später nicht mehr mit den Inhalten identifiziere, aber oder mich auch nach 10 Jahren immer noch mit Inhalten identifiziere, aber mit ganz vielen Inhalten identifiziere ich mich eben auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, so jetzt sortiere ich gar nicht groß aus, von wegen, das repräsentiert mich noch und das repräsentiert mich nicht mehr, sondern habe alles weggemacht und ja, habe jetzt diese 3 Poster stehen, dachte so, vielleicht steige ich wieder ins Insta-Game ein und mache da was, aber nee, ich sehe mich das da nicht mehr machen. Aufgrund dieses permanenten Drucks und Stress. Und ich finde, Instagram ist da noch viel, viel krasser als Twitter. Weil bei Twitter ist es irgendwie Schreiben und Worte und so kann ich. Das ist mein Ding. Und auf Instagram aber noch mit den Bildern und dann mit dem Perfekten. Also dieses eine Bild, was du da offen hattest von mir, ne? Das, wo ich beim Friseur war. Ja, das ist halt auch hardcore bearbeitet, ne? Also da ist Facetune drauf. Ich habe meine Haut geglättet. Ich habe... ich habe einen Filter draufgelegt, ich habe die Farben verändert. So am Ende hat das, wenn man jetzt abgesehen davon, dass meine Haare extrem gewachsen sind seitdem, hat dieses Bild super wenig Ähnlichkeit mit mir, weil auch ich einfach getrieben bin von diesem Ideal. Weil wenn du Instagram aufmachst und du hast diese perfekten Körper und diese perfekten Gesichter und... also das bin am Ende, man muss es so sagen, bin am Ende nicht ich, sondern das ist sind ganz, ganz viele Filter, die da drauf liegen und die mein Gesicht so aussehen lassen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Druck, der da, glaube ich, entsteht, als wenn es nur um Texte geht. Und da dem kann und will ich mich nicht unterwerfen. Andererseits muss ich halt auch sagen, wenn ich durch diese Feeds scrolle und die anderen perfekten Menschen da sehe, dann schaffe ich es auch nicht zu sagen, ach, ist egal, ich lade da jetzt mein verpickeltes Doppelkinn-Selfie hoch, weil Instagram wiederum auch die Maschinerie ist, die dann natürlich im Algorithmus die Bilder anzeigt, die schön sind und nicht die, die vielleicht real sind. Mhm. Und ich finde das alles ganz schwierig, für mich persönlich und meine Psyche betreffend. Und aber du hast das Bild ja jetzt trotzdem stehen lassen, also ausgerechnet dieses Bearbeitete, das ist dann, nehme ich an, ganz bewusst, weil also ich muss ja auch ehrlich sagen, man sieht das natürlich, dass das ein, also ohne, auch bevor ich dich jetzt live gesehen hatte, im Übrigen ein viel schöneres Gesicht als dieses schrecklich bearbeitete Wesen da. das ist Absicht, nehme ich an, dass das so da steht, weil man es ja auch ein bisschen erkennt, dass es stark war. Ja, genau. Erstens erkennt man es und zweitens, irgendwie am Ende mag ich es doch. Ich mag es aber nicht, weil es bearbeitet ist, sondern ich mag es, weil ich da gerade wirklich frisch vom Friseur kam und eines meiner absoluten Lieblingshemden anhabe und tatsächlich finde, auch wenn da nachgeholfen worden ist mit Retusche und so, dass mir an dem Tag einfach mein Lidstrich perfekt gelungen ist. Und das ist, wie oft schafft man es, einen so perfekten Lidstrich zu Also absolut. Ich musste das noch einfach festhalten. Absolut, ja. Sehr schön. eine vielleicht letzte Frage. Schön ist, dass du ja gesagt hast, du hast es, deswegen bist du ja noch auch mit deinen Accounts da drauf, dass du nicht sozusagen so ein radikales Ende, das ist ja gerade so ein bisschen auch so ein Trend, vor allem auf Twitter, Leute melden sich ab mit großem Brimborium, kriegen dafür dann tausende Kommentare, ach bitte nicht und komm doch zurück und hoffentlich geht es dir gut und nach 3 Tagen, also das ist der nächste Trend. Kurz aus der Twitter-Pause, das ist ja, ja, glaube ich, woran man aber natürlich merkt, es gibt so dieses Medium, das zerberstet so ein bisschen, ne? Weil alle die Erfahrungen, die du beschrieben hast, ja auch machen jetzt auch Leute ohne einen prominenteren Status. Ich glaube, der psychische Druck von allem Möglichen, also auch von jemandem, der sowieso immer nur 3 Likes kriegt wie ich, es nervt, man möchte auch mal 4 haben. Ja, ich glaube, das ist auch so, also so einen gewissen, in Anführungszeichen, Suchtfaktor kann das Ganze auch haben mit den Likes, sodass man, wenn man dann groß ankündigt, so ich mache Twitter-Pause und so, das ist jetzt nicht so bei mir, das ist von Anfang an, als ich in diese Pause gegangen bin, so gedacht habe, so ja, siehst du es jetzt durch, ich bin zwischendrin auch
doch mal wieder auf Twitter gegangen und habe geguckt. Ich habe halt nichts mehr geschrieben, aber dieses Bedürfnis ist immer noch da und ich habe immer noch Situationen, wo ich manchmal denke so, oh komm, das twitterst du jetzt, und ich habe schon angefangen zu tippen quasi und gehe dann aber doch wieder raus und sage, nee, ich weiß, dass es mir nicht gut tut, aber natürlich diese Momente, wo man dann doch teilen will, möchte man dann doch mitmachen. Deshalb kann ich das sehr gut irgendwo auch nachvollziehen, wenn dann jemand nach nur 3 Tagen sagt, so ey, zurück aus der Twitter-Pause, weil es ist, man hat diesen Mitteilungsdrang, den man hat, der lässt ja nicht sofort nach. Und auch, man möchte auch einmal komplett wegfällt, dann ist es, glaube ich, einfach eine Umstellung für jeden. Ja, jetzt warst du gerade noch mal kurz eingefroren, aber ich glaube, auch hier stimmte der Übergang wieder perfekt. Wie geht das eigentlich, Zauber? Hallo, es war auf einmal komplett weg. Jana, zum Schluss die Frage, soziale Medien kann man natürlich trotz allem Drogensuchtpotenzial einfach ausschalten. Das kann man natürlich mit der Realität nicht unbedingt, wo es ja einen ähnlichen Erfolgsdruck gibt wie den du auf Twitter beschrieben hast. Es gibt ein Ideal von Figur, Leben etc. Fällt dir das schwer, die Realität auch so auszublenden? Oder was sind deine Tricks vielleicht, wie du die Realität, die dir auf den sozialen Medien etwas zu schaffen machst, auch in der Realität sozusagen etwas wegklicken kannst? Boah, das ist eine super schwierige Frage. Weil man da auch unterscheiden muss. Es gibt natürlich, also wenn ich jetzt alle Probleme ausblenden würde, würde es mir sehr viel besser gehen, aber komplett ausblenden, oder ich kann auch nicht, auch wenn ich es gerne würde, einfach nicht ausblenden, was in unserer Politik passiert. Ich denke auch gerade so als weiße Person ist es dann auch meine Pflicht, informiert zu bleiben, was Themen, die BIPOC angeht, betrifft. Und ich glaube, man sollte versuchen, das Maß zu halten. Also ich versuche mich aus angemessenen Quellen zu informieren über Themen, aber das nicht so auf mich tatsächlich Büchern, um mich zu informieren, als auf irgendwelche reißerischen Headlines zu klicken, weil mich das wirklich wuschig macht. Und so blöd das klingt, irgendwie so Mindfulness, also ich konzentriere mich auf mich und versuche nicht so viel nach rechts und links zu schauen. Man kann es jetzt sehr gut auf die Läden konzentrieren, so ich weiß, dass alle Läden, die einen Online-Shop haben, richtig krassen Umsatz einfahren. Ich versuche jetzt aber auch da so bei mir zu. Ja, und ganz großer Tipp auch in der Hinsicht, was den Druck angeht, tatsächlich ist es auch ganz hilfreich, auch im Lockdown einfach mal Netflix auszulassen, denn auch auf Netflix begegnen einem ja viel diese perfekten Menschen in ihren perfekten Häusern, mit ihren perfekten Jobs und ihrem perfekten Leben, und die haben auch keine Pandemie in den Serien und so. Also versuche ich das auch wegzulassen und dann eher doch so Quality Time, also wirkliche Quality Time mit mir selbst oder ihr da hinten zu verbringen dann. Das tut mir ganz gut. Aber ich glaube, komplett ausblenden geht nicht, ist unrealistisch und sollte man auch nicht. Jana, tausend Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Leider ist jetzt in diesem letzten Teil, warst du öfter mal eingefroren, aber ich hoffe, wir kriegen das noch ein bisschen mit der Technik irgendwie hin. Jetzt bist du nämlich schon wieder eingefroren. Aber so ist es halt mit den sozialen Medien. Wirklich schlecht. Also so gerne ich auch mit dir weiterreden würde, ich glaube, die Technik lässt es auch langsam nicht mehr zu. Leider, ja. Das war sehr schön. Ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Und an die Zuschauer auch nochmal der Hinweis, Sie können sich natürlich noch die alten Twitter-Feeds, den alten Account von Jana Selig angucken. Sie können aber vor allem auch noch ihr Buch erwerben, Minusgefühle im Pieper Verlag. Herzlichen Dank. Dankeschön. Thank you.